Hallo liebe Freunde, und da kriegen wir auch schon wieder Gesellschaft. Nicht nur euch, sondern auch einige wesentlich unfreundlichere Kandidaten. Während der Sergeant Rumpel die mal grillt hier wie Bratmaxe. Au. Lecker. Mhm. Der Rumpel, schmecken, ne? Auch viel besser so. Ja, absolut. Das Fleisch ist einfach nur genüsslich und bekömmlich. Deliziös. Ein Gaumenschmaus. Oh oh. Das sieht irgendwie nach einem Hinterhalt aus. Hier waren wir aber auch schon ein paar Mal. Ja, ja, klar waren wir schon. Das ist mir auch aufgefallen. Also so alt und modrig ist mein Gehirn dann doch nicht. Nun, darf ich einen Einwand erheben? Was denn? Ja, darfst du. Aber nur, wenn du das dazugehörige Beispiel nennst, denn man kann ja niemandem etwas vorwerfen, ohne die dazugehörigen Beweise zu nennen. Natürlich geht das. Vorzubringen vor Gericht. Natürlich geht das. Was denn zum Beispiel? Oh, warte mal, wir müssen hier was abpicken. Oh ja, stimmt. Hä? Ach, hier ist der rote Container. Ah, wir müssen da rein und den roten Container holen. Ach, das ist doch schön. Also, genau, den ganzen roten Container. Genau richtig hier. Klauen wir gleich noch so ein Frachtschiff oder was? Ja, wir. Oh, besuchen. Freunde! Schön, dass ihr da seid! Ach, das ist der Rumpel. Ja, der Rumpel befreit dich gerade von einer. Wollte ich gerade angreifen? Ach, nicht doch. Und der Sarazar lootet wieder die Leichen. Alter Leichenschänder. Aber wir müssen nach oben. Das denke ich auch. Hier müssen wir rum. Dann gehe ich mal die Leiter hier hoch. Genau. Ich guck dir mal unter den Rock. Oh. Sehr schön, das wollte ich nur. Ach, Alter, jetzt falle ich wieder runter. Hast du mich wieder an meinem Unterhüsten gezogen? Ach, da, Alter, boah, krass. Da hing Alter, einfach einer da um die Ecke. Das war ja was, du. Was, Heiliger, da hing einer um die Ecke? Genau, so ein richtiger Eckenpenner. Ich muss auch mal dringend skillen. Aber ich mache jetzt erstmal hier das Ding auf. Na gut, dann holt ihr das mal da raus. Huch! Oh, ich habe aus Versehen das Paketzubehör. Das zwei Benzinkanister müssen wir jetzt noch holen. Ein zügiges automatisches Gewehr, das nehme ich doch mal mit. Währenddessen werde ich mal ein bisschen skillen. Oh, hier sind Zigarren auch und so. The Bloodspillers. Hinter dir übrigens ein coole Filmposter. Das kann ich gar nicht gebrauchen, das zügige automatische Gewehr. Komm mal kurz, ja, warte, komm mal kurz. Ach, hier, nice, neues LP. Neues LP, including Number One Hit Tracks. Ach, The Bloodspillers. Ja, ist ein neues LP auf dem Kanal von Dirty Sarazar. Money and Dirty Tricks. Das ist der Kanal von Gronkh. Dirty Schlüpfer ist mein Kanal. Dirty YouTube Money. Natürlich. Wir waschen das auch nicht, das Geld. So. Wir lassen das grundsätzlich dreckig. Oh, diese Schmerzen. Wo ist der Rumpel? Wir müssen hier lang, ne? Ja, der Rumpel. Ich habe mir das auch noch mal ganz kurz angeguckt, dieses tolle Plakat, von dem ihr die ganze Zeit geredet habt und ich es nicht sehen konnte. Das war aber super, ne? Hat sich voll gelohnt. Ja, total. Ich habe mich richtig geärgert. Nicht sehen? Oh, weil ich nicht oben guck mal drin der war. Da. Bam! Hat gesessen. Nice. Und die Magnum ist gut. Die Magnum ballert richtig durch, Alter. Die ist richtig wuchtig, du. Hallo. Lalalala. Ach, schon wieder deine blöden Flammen. Wer brennt denn hier immer? Mann, der Hallo. Rumpel, Mann. Hallo. Dem Rumpel kannst du noch 10-mal sagen, dass er nicht die Leute abfackeln soll. Ja, ihr müsst ja nicht immer in meine Zombies reinrennen. Was wollt ihr eigentlich? Wir wollen dich retten, weil wir dich lieb haben. Ach, du Arschloch. Nee, mich muss keiner retten. Ich kann schon keiner mehr retten. Oh, hier liegt wieder irgendwas rum. Alles. Hey, lass doch deinen Schädel nicht so hängen, Alter. Ich hab dem aber nachgeholfen gerade hier, dem Typen. Muss ich mal. Ich rette dich! So, 80, 85, 80, 79, 75, wir kommen ach ja, immer ach, Meter, näher. Meter. Ich rette dich! Und klau das Geld. Ist so schön anzusehen, wie du die einfach umbringst und das Geld klaust. Natürlich, wenn schon, denn schon. Ach, du hast einen wohlgeformten Korpus. Delicti. Auch ein schönes Kompliment für eine Frau, ne? Corpus Delecti. Ich stehe voll auf deinen Korpus. Du hast so einen schönen Torso, Baby. So, ich renne da auch mal um, ja? Damit könnt ihr Zombie mal schnetzeln. Wie? Ja, dann bleib. Lass mal den Rumpel machen, mal hier Action. Der Rumpel ist nämlich echt krass so drauf, ey. Der macht dir auch alleine platt. Na klar. Ja, aber warum soll er den ganzen Spaß behalten? Ja, das stimmt.
Aber wir wollen ja auch gerne, ich gucke mir das auch gerne aus der Ferne an, so Kameramann-mäßig. Nö, du musst ja, du musst ja auch das Let's Play aufnehmen. Energy Drink. Aber der Gronkh will Action. So, 38 Meter, 36, 35, 34, 33. Wow, ach, hier ist die Tankstelle. Mensch, hier waren wir schon lange nicht mehr. Aber irgendwie alte Erinnerung. Aber das ist eine andere Tankstelle. Bei der, ja, das ist leider nicht die aus dem Dschungel. Und da hinten sind zwei Gasflaschen bei der Werkbank. Oh, wir müssen diese aber hier sind die aufheben. Kanister. Wir brauchen auch irgendwie ein Auto. Ein. Hier ist ein Auto, das können wir nehmen. Nee, hätte ich nicht gedacht. Da müssen wir die diesmal nicht... Huch! Oh! Oh, ich habe einen Kanister in der Hand und irgendwas blockt. Ich kann ihn nicht ablegen. Hilfe! So, ja, wir retten dich. Alter, was war denn da los? Muss den Kanister da gerade mal wegschmeißen. Wo ist denn der hin? Nee, das hat voll gehakt. Der stand ja auf dem Auto. Warte. Ich hole nochmal einen zweiten Kanister. Den letzten, den letzten. Der ist hier drei Kanister? Okay. Oh, da ist ja. Da kommt wieder ein Zombie angerannt. Ich würde sagen, wir sollten ins Fahrzeug springen. Cool, ich habe den getroffen. Na gut, ich setze mich mal nach hinten wieder drauf. Springt rein, Jungs. Jawohl. Mädels. Ich habe meine Shotgun ausgerüstet, nur für den Fall der Fälle. Ich auch. So, hier schönes Wendemanöver. Oh, da wäre noch eine Werkbank gewesen. Theoretisch müssen wir auch hier lang, wenn ich das jetzt richtig sehe. Da war noch eine Werkbank. Ist die jetzt wirklich weg, die Werkbank? Ja, lustig. Natürlich nicht. Ist sie noch. Nein, da ist sie noch. Hier will ein bisschen mitfahren auch gerade. Hier, da können wir aussteigen. Wieso ist denn da schon wieder eine rote Aufnahme? Alter, ich seh nichts mehr. Diese blöde Windschutzscheibe. Ey, die kann ich auch nicht mit der Shotgun, weißt du, ich kann mit der Shotgun keine Windschutzscheibe wegmachen. Ist ja, das auch ist echt ätzend. Lächerlich. Aber ich fahr mal weiter geradeaus gerade. Natürlich. Da sind noch ein paar Freunde. Hui. Bam, bam. Und nochmal zurück, bitte. Das yeah! Das ist schon hilfreich. Alter, ich komme mir ja gerade vor wie so ein Hillbilly hier hinten. Mit so Kasperkopf schießen die ganze Zeit. Bist du doch auch. Supergeil. Pam! Macht richtig Spaß, hör mal. Boah, scheiße Exploder. Boah, überlebt, cool. Ja. So, da sind wir wieder, müssen oder? Müssen wir einen U-Turn machen, ne? Ne, wir müssen einfach aussteigen. Ja, hier rechts hoch müssen wir, oder? Ach ja, komm, steigen wir aus. Wir müssen hier runter, einfach zum Boot. Oh, da sind ein paar Freunde mehr, als ich erwartet hätte. Ich habe eine Facebook-Party veranstaltet, weißt du, wie bei Project X. Jetzt kommen die alle vorbei. Au, scheiße. Geile Ausdauer, ich werde hier sterben. Nee, ich nehme mir erst mein Healthpack. Ach, die rennen zu euch, dann ist ja gut. Dann ist ja alles klar. Hui! Was ist denn, du Arsch? Alter, was war das denn gerade? Ja, das war anstrengend. Aber ich echt mal. Ganz kurz noch den Sari. Nee, sind schon tot. Nee, von wegen. Ich hab einen Hellspack eingesetzt. Ach so, der lebt noch? Krass. War weg. Jetzt ist er weg. Der immer noch nicht genug. Ach, da ist noch einer. Schöner Freund. So. Ja, da muss ich nichts tun, aber ich schnapp mir das Medikit. Gronkhina. Kleine Gronkhina. Da bin ich flink. So, eine flinke kleine Asiatin. Ich bin bei Molen. Ach, wir müssen hier hin. Wir müssen noch... Warte mal, nee, wir müssen noch das Auto darüber bringen, Freunde. Wir haben noch die Kanister hinten drauf. Ach, stimmt. Wir gehen einfach weiter. Wir brauchen ja die Kanister. Sehr geil. Richtig. Ich repariere schon. Oh. Das hat was für sich. Wo müssen wir denn lang? Nur noch mal Schätzelein. Wo müssen wir denn lang? Guck auf die Karte. Du gehst auch immer nur blind mit einfach. Nee. Ich guck sonst auf die Karte. Ich weiß noch nicht, wie wir hier runterkommen. Nee, wir müssen einfach nur wieder runter. Wir kommen doch nicht durch. Nee, wir müssen aussteigen. Oder? Wir müssen aussteigen. Wir müssen jetzt die Kanister nehmen und dann zu Fuß per Pedis da runterbringen. Ja, da müssen wir ja wohl aussteigen auch irgendwie. Ja, sag ich ja. Ja, dann steigen wir doch aus. Was redet ihr denn so lange? Aber ich komme hier nicht mehr vorbei. Okay, tschüss. Das ist super. Deswegen lege ich den... Ich muss den Kanister jetzt ernsthaft ablegen erstmal. Ja. Moment. Gib ihn mir. Hier. Es buggt. Es buggt. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht ablegen. Ich hänge fest. Du bewegst dich auch überhaupt gar nicht. Ja, ich stecke fest. Ah, jetzt hat es gemacht. Zum Intervall von 18 Jahren. Das Auto ist super geparkt, lieber Gregor. Ich komme hier nicht mehr drüber. Du hast ja die gleichen Parkkünste wie der Sarazar. Auf jeden Fall, der hat's drauf. Das war auf jeden Fall einer unserer Best Parks in Dead Island. Freunde. Ja, bitte, wir brauchen drei, oder was? Das war besser als der Central Park. Wo soll man die denn hinstellen? Ja, die müssen da irgendwo angezeigt werden, die. Lass mich mal rauf. Ja, wenn du das... Ach, ich sehe schon wo. Du bist auch dran vorbeigelatscht. Lass mir mal hier vorbei. Draußen? Ja, hier, ja. Hier hin. Ja, total dämlich. Und was ist mit den anderen beiden? Oh Mann. Sieht authentisch aus. So, jetzt aber. Rede mit Moen. Endlich.
Na gut, warte, komm mal ran. Wir haben 5 Minuten gebraucht, um die Kanister zu organisieren. Drei Kanister? Nee, sollten wir nicht eigentlich überspringen. Alright, Brothers. We're almost there. One last thing. The water's getting choppy as hell. We get tossed around too much, we may hit one of those mines. And that's the end of the story, right? So we need to go to the workshop at the beach and make a few modifications. We can take the boat right up to the workshop. I'll show you where they are. There we go. That should do it. Was quatschen die denn die ganze Zeit rum, ey? Akt der Liebe? Heißt das erst die neue Quest? Was geht denn? What the fuck? Da kommt der Manuel wieder ins Träumen, ey. Ja, allerdings. Wieder irgendwelche Männerfantasien, ne? Mit Gin. Also besonders erschrocken war ich ja, als der Manuel, als ich bei dem am Arbeitsplatz war und der so unter der Matte da von seiner Maus, hatte der so ein Beckham-Poster. Unter der Matte von meiner Maus? Wovon redest du, mein Freund? Den Bravo-Starschnitt oder was? Nee, das war so ein Aktfoto. Ach so. Genau. Beckham, und das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Was sollen wir jetzt eigentlich machen? Wir sollen noch mit dem Boot Modifications vornehmen. Ja, wieso laufen wir jetzt hier wieder rum eigentlich? Ich weiß es auch nicht, ich bin euch nur dämlich nachgelaufen. Guck mal, wenn ich nicht nachdenke, dann geht hier gar nichts. Ja, voran. Was? Was? Ich so. Muss mich gerade so kaputt lachen. Ja, musst Moment du mal. Moment mal gerade. Drück doch mal B. Also, wieso lachst du denn jetzt? Ich muss an das ist der Manuel mit seinem Bart und zu dem Becken so heimlich. Das ist ein Traum, ey. Er hat Tränen in den Augen. Oh. Boah, wie geil. Puh. Das war schön. Ach, hier. Das ist doch die Janina gewesen. Die hatten wir doch letztens kennengelernt. Gertrude auch hier. Oh, Clotilde. Ach, für die Sonnentreue. Alter, warte mal, habe ich noch eine Handgranate? Nee, scheiße. Oh, oh. Wenn da viele kommen, habe ich Raserei parat. Ich habe auch Raserei parat. Warte mal, aber jetzt geht's los hier. Zack, die Zickel. Warum nehmen wir nicht einfach die Gaskugel, die da ist? Bäm. 13.180 Erfahrung. So. Sehr effizient eingesetzt, erstaunlicherweise. Pam! Die Gieselinde! Hey, Mann, Mann, Mann. So viel hier ist was jetzt los. Hier ist ein Dietrich Stufe 3 benötigt. Oder? Hier? Ach, ein schwerer Hammer. Ist da was für dich? Das ist, ja, das ist für mich. Das nehme ich auch gerne mit. Das ist ja der Hammer! Oh, die Boah. Will ich aber nicht. Boah, coole Sachen hat der Manuel hier fallen lassen. Ja, lass die mal liegen, sonst gibt's auf die Schnüss. Hm? Hier ist übrigens ein Exploder. Warum ist der Manuel immer so gemein zu mir? Weil du immer so gemein zu mir bist. Was? So wie es liebe. Wie du in den Wald hinein schautest, so stöhnt es auch wieder raus. Schautest ist geil. Ich hab. Ey, hier muss doch irgendwas Lustiges geben. Nicht, tu's nicht. Puh, da bin ich jetzt aber knapp dran vorbei. Ja, ich hätte dich auch töten können. Nein, nee, hätte ich du wollte nicht. Es natürlich nicht. Ich will ein Sprengmanöver, nicht? Ich wollte eigentlich mal ein Sprengmanöver probieren und mal gucken, was passiert, wenn ich so eine Flasche auf so ein. Also, Auto den Manuel nehme. Meinst du? Ach so. Ja, genau. Schade, das kann man ja eigentlich nicht ins Auto reinlegen, oder? Doch, das geht. Die klemmt fest. Kommt schon. Und jetzt? I love the smell of napalm in the morning. Toll. Es bewegt sich kein Stück. Passiert einfach gar nichts. Passiert. Aber echt. Leckerlich ist das ja wohl. Leckerlich. Hm? Nimm die Routen. Ich hab die Routen genommen. Wir müssen jetzt hier zurück. Hä? Das waren die Routen also nur. Okay. Die brauchten wir? Sollen wir jetzt die Zombies auspeitschen oder die Minen oder was? Passiert eigentlich was, wenn ich hier drauf feuer? Manuel, stell dich doch mal gerade hier hin, bitte. Aha. Ich bin gerade beschäftigt. Aha. Ich lass das mal in die Luft. Ah, cool, geht auch, Alter. Diese Fässer sind natürlich auch äußerst interessant. Wollen wir nicht einfach hier am Strand bleiben, bitte? Aber echt.
Scheiß doch auf die Zombies, wir bleiben einfach hier, machen Urlaub. Ja, wenn es Nacht wird, ist das hier ganz schön unangenehm. Let's hier, go, ne? We're wasting time. Guck mal, oh, Lagerfeuer. Die Jin sagt schon, gehen wir verschwenden Zeit. Ey, war das jetzt alles, was sie hier machen mussten? Das kann doch nicht sein, dass wir jetzt extra nur wegen zwei Routen hierher gefahren sind. Das ich kann doch nicht sein. Du bist doch auch schon viel weiter für zwei Routen gefahren. Schön, einfach schön. Alter, du findest ja doch mal ein Korn, du blindes Huhn. Oh mein Gott. Ach ja. So, seid ihr bereit? Ja. Jetzt passiert es gar nicht. Jetzt passiert müssen wir nicht mit dem Mogen quatschen? Das kann doch nicht angehen, dass wir nur finden. Boah, sind wir verpeilt, ey. Aber hier ist doch die rote Flagge, ist doch hier. Ja. Die ist beim Mond. Hä? Nee, müssen wir erstmal. Ach, hier, warte. Der Klatschmogen. Ah, ach so. Ich musste die Dinger erstmal wieder dahin legen. Das muss mir natürlich There's something else I need to do, alright? But I need to do it alone. So just wait here. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Ihren Vater umbringen bestimmt. Oh oh. Daddy? Papa. Papa, dein Mädchen ist zu Hause. Psst. Ruhe, bitte, Ruhe. Könnt ihr nicht die Mordszene zerstören? Doch, er kann. Klopf, klopf, Daddy. Das kriegt die Jin bestimmt nicht gebacken und dann müssen wir ran. Ist doch eine weiße Hand. Ja, aber echt? Das ist doch nicht ihr Dad. Michael Jackson. Doch. Na, nun mach schon, Jin. Mach's. Tu's. Heute ist Vatertag. War's eine Kugel? Ich brauche für die mindestens 4 bis 5. Allerdings. Hat sie gemoddet. Hat sie bestimmt gemoddet. Oh, Mann. Da hat auch noch gleich Klamotten an auf dem Foto. Die Werkstatt ein emotionaler Moment, den wir erfolgreich zerstört haben hier. Selbsthass. Oh oh. Na okay. Sowas, Schreie im Labor. Na, wer hätte das gedacht? So ein Zufall. Ach, schon wieder eine Sequenz oder was? Sollen wir hier, wie ist denn die Zeit eigentlich gerade? Wir werden jetzt ein kleines Folgenpäuschen machen. Ach, dann machen wir das Zeit direkt also. im Ladebildschirm, oder nicht? Nö, wir sind doch wieder raus. Genau. Ja, ich nicht. Du mit deiner Schlotterkiste, ey, mit deinem Trabi. Ach, schön. Damn it. Naja, liebe Freunde, ja, wir machen hier ein kleines Päuschen mit Mo. Ne? Im Ladebildschirm sozusagen. Nee, ich bin schon wieder raus. Achso. Wünschen euch noch mal wieder und wie immer und so weiter und so fort. Und guten ganz Tag. Voll und den besten Tag genau der Welt. Ey, Jin ist voll Depri. Ist ja schade, ne? Ach, ja, die sitzt nur noch rum und heult, ey, ganz ehrlich. Ey, du hast gerade ihren Vater umgebracht, Leute. Was denkt ihr? Ich hab gar nicht ihren Vater umgebracht, der war schon tot. Wärt ihr eigentlich traurig, hättet ihr euren Vater, der sich in einen Zombie verwandelt hat, umgebracht? Also, und das erfahren wir in der nächsten Folge. Nee, wärt ihr dann traurig? Schreibt's doch mal in die Kommentare, wollte ich gerade sagen. Wärt ihr denn traurig? Also ich wäre schon traurig. Also ich fände es erstmal scheiße, Vater. Wenn mein Dad ein Zombie ist, krieg ich doch kein Taschengeld mehr. Und mit diesem Wort einen wunderschönen Tag. Bis dann. Bis dann. Tschüss.